Herzlich willkommen zu Extra 3 Extra. Dramatische Bilder erreichen uns aus Peine. Julia S. wollte soeben ihre 9-jährige Tochter Luisa wie jeden Morgen zur Schule bringen, doch ihr SUV springt nicht an. Live vor Ort ist jetzt mein Kollege Henning Nasse. Henning, ganz Deutschland fragt sich jetzt natürlich zu Recht, wie soll das Kind zur Schule kommen? Ja, Janine, diese Frage kann zu diesem Zeitpunkt wirklich niemand beantworten. Es sind noch 17 Minuten bis zum Schulanfang. Die Lage spitzt sich so langsam bedrohlich zu. Was sollen wir denn jetzt machen? Aber Mama, ich könnte doch auch zu Fuß gehen. Zu Fuß? Bist du verrückt geworden? Das sind mindestens 400 Meter. Ja, verzweifelte Ratlosigkeit hier in Peine und damit zunächst einmal zurück ins Studio. Vielen Dank, Henning. Und wir gucken uns das Ganze jetzt hier auf der Grafik an. Luisas Schulweg mit dem Auto 1,8 Kilometer und hier zu Fuß 400 Meter durch einen Park. Zugeschaltet ist uns jetzt der Experte für Verkehrspsychologie, Torge Hansen. Herr Hansen, ein 9-jähriges Kind, das 400 Meter zu Fuß zur Schule geht, kann man das überhaupt verantworten? Natürlich nicht. Sie müssen ja auch an die psychischen Spätfolgen denken. Vor allem bei der Mutter. Ja, und ich höre gerade Luisa. Sie ist jetzt tatsächlich zu Fuß losgegangen. Sie wird begleitet von einem Sondereinsatzkommando der Polizei. Mehrere Krankenwagen stehen bereit. Ein Hubschrauber kreist über dem Schulweg. Henning, mein Kollege ist nach wie vor Ort mit dem Einsatzleiter des SEK im Moment. Ja, Janine, die ersten 77 Meter sind geschafft, aber Herr Petersen, Sie sagten mir gerade, für Ihre Männer sei das der kniffligste Einsatz seit Befreiung der Landshut. Warum genau? Nun, wir haben genau so eine Situation schon dutzende Male trainiert, aber hier kommt erschwerend hinzu, dass wir auf Wunsch der Mutter nur Spanisch mit dem Kind sprechen dürfen, weil es dreisprachig erzogen wird. Sí, sí, vale, vale, una cerveza, per favor. Außerdem ist die Versorgung erschwert, weil sich die Mutter nicht mehr ganz sicher ist, ob das Kind nun Fructose- oder Laktoseintolerant ist. Vielen Dank für den Moment, Herr Petersen. Und damit zunächst zurück ins Studio. Vielen Dank. Und in Berlin hat soeben das Krisenkabinett der Regierung wegen des Image-Schadens für die Automobilindustrie Soforthilfe in Milliardenhöhe beschlossen. Und bundesweit haben sich empörte Eltern an ihre SUVs gekettet, um gegen das Zu-Fuß-Gehen von Schülern zu protestieren. Aber ich höre, es gibt wohl neue Entwicklungen, Henning. Ja, Janine, das Sondereinsatzkommando ist, wie ich höre, auf dem Weg zur Schule stecken geblieben. Herr Petersen, was genau ist da los? Ja, meine Kollegen kamen einfach nicht mehr weiter, weil der Fußweg komplett von anderen Eltern zugeparkt wurde. Luisa ist nun für die letzten 25 Meter, wir sehen das hier auf der Karte, komplett auf sich alleine gestellt. Noch 15 Meter, 10 Meter, 5 Meter, sie ist drin. Wahnsinn, sie ist drin. Sie ist drin. Wow. Wahnsinn. Das lässt auch einen alten Hasen richtig kalt. Und damit zurück ins Studio. Gott sei Dank. Soweit also Extra 3 Extra. Wir melden uns dann wieder nach Schulschluss für Luisas Rückweg.